Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir haben bis jetzt alle Gegner erledigt und ja. Hier ist jetzt also das zweite Stockwerk. Hier müssen wir nochmal, ja, ne, knappe 130 oder so erledigen. Auf jeden Fall haben wir hier Gegner, die man schneller besiegen kann als Mamimon. Das gefällt mir sehr gut. Mit den Gegnern hier hatten wir schon häufiger mal zu tun. Die kann man relativ schnell umholzen. Häufiger mal ist gut. Ja. Man sollte nur nicht unbedingt dabei sterben. Dann geht das Ganze sehr schnell. Wir haben sogar so einen Stärkebonus drauf, also alles ist gut. Das Leben ist schön. Ja. Das Leben ist schön. Alles ist gut. Argument stirbt nicht. Ich treffe auch gerade die Gegner nicht. Das ist nicht gut. Ah, ich muss mich auch mal kurz heilen. Okay, das ist die Alpha. Zum Glück haben wir, wie gesagt, noch Betas dabei, für den Fall, dass die Alphas dann mal auslaufen. Die werden mir auch gleich auslaufen. Ich habe, glaube ich, nur noch zwei. Aber ich glaube, wie gesagt, unser Doraemon hat auch noch welche. Alter! Ja, pass ein bisschen auf. Die sind echt ganz gut darin, mich immer zu killen. Ganze 34 EP pro Schuld. Ah, immerhin. Gewaltige EP-Massen. Gibt Schlimmeres. Ja, okay, aber... Ja, natürlich unglaublich nützlich hier drin, sowas wie eine Karte zu finden zu können. Aber nein, gibt's natürlich nicht. Muss man natürlich alles kennen, wo man hier langläuft. Ja. Okay, ich glaube, der Raum ist leer. Jop, sieht so aus. Die Räume hier sind immer besonders gemein. Bei diesen riesigen Dingern weiß man nie genau, ob man wirklich alle erledigt hat. Ja, man sieht die so, man sieht so schlecht, den ganzen Raum. Wir laufen da sowieso gleich wieder rein. So, ja, jetzt hier vorne dieser riesige Raum. Nochmal das gleiche. Wieder mit Skorpions. Ich frage mich immer noch, ob die einen offiziellen Namen haben. Skorpione. Sind aber auch immer so ein bisschen angsteinflößend, die Zeitlimits, die man die ganze Zeit nebenbei mitlaufen hat. Ja. Es müsste eigentlich noch so wie bei 24 dann so Zeit ablaufen. Ja, Stärkebonus bitte. Mit wem man? Leute von sich gleichzeitig auftauchen lassen, dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Ja. Dann wäre es allerdings auch ein bisschen gefährlicher. Sehr wahr, sehr wahr. Ja, die kann man aber manchmal ganz gut auf einen Punkt. Ah, außerdem machen das. Die haben es echt manchmal so drauf, dann dreimal hintereinander zuzuschlagen und das ist einfach ein Stunlock. Ja. Zeitdruck under pressure. Da stimmt uns auch nicht weg, Gilmon. Okay. Oh, das sieht aus, als wäre hier leer. Weiter. Wir haben mega wenig Zeit. Ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das schaffen wir leider nicht. Es fehlen noch immer gut 70 Gegner. In noch 11 Minuten. Und jetzt, knapp. Jetzt kommen gleich vor allen Dingen die Stärkeren. Und wieder Mamimon. Ach, das dauert wieder sehr ewig. Naja, viel schlimmer, wenn ich mich recht entsinne, kommen später noch Pharao um und sich dann durch die Gegend porten. Das wird viel schlimmer. Die nehmen so richtig viel Zeit weg, wenn sie gemein sind. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe das sogar einmal verkackt, nur weil ein Pharaomon die ganze Zeit meinte, sich nur durch die Gegend teleportieren zu müssen und nicht mehr stehen zu bleiben. Dass man ihn schlagen konnte. Und dann habe ich das soeben verpasst mit noch einem Gegner, der gefehlt hat. Okay, fertig, weiter. Wohin? Wir müssen jetzt runter. So, jetzt Vorsicht, hier steht ein Spawner mitten im Raum, den auf keinen Fall zerstören. Ich glaube, hier vorne steht auch, ja, ein Gilmer, das lassen wir auch in Ruhe. Weiter geht's, weiter. Wir müssen jetzt einfach nur so lange die Mamimons hier unten erledigen, bis keine mehr nachkommen. Wenn wir den Spawner da oben zerlegt hätten, würden hier die Mamimons nicht spawnen und wir könnten nicht alle Gegner besiegen. Bin ich ja froh, dass die nicht im selben Raum ist. Auch nur wieder eine gemeine Falle dieses Spiels, das ist echt... Ja, weil man es ja aus den Dungeons kennt, dass sie dann unendlich spawnen, denken sie es vielleicht, oh, dann besser kaputt machen, bevor sie unendlich spawnen und das Ding ja gar kein Ende hat. Aber... Wow. In der Tat haben die ein Ende, ja. Ja. Nur die Wurst jetzt mal. Hä? Die haben ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ja? Ja. Die Wurst hat auch zwei Enden, stimmt. Das stimmt. Wenn wir noch weitere Weisheiten rausholen wollen, ich habe noch einige. Da fallen auch immer noch ein paar. Ja. Boah, Sam hat inzwischen seinen zweiten Kill! Unglaublich. Ich bin schon beeindruckt, dass ich überhaupt 40 irgendwie gesammelt habe gegen unsere neue Doppelaxt und natürlich Rehmann. Stopp's ab. Genau.
tatsächlich. Die Zeit ist etwa 50 Gegner. Könnt ihr doch nicht bitte schneller nachspawnen, liebe Klappe, den Mist Mami. Vor allem könnt ihr mal ein bisschen schneller aufstehen, wenn ihr auf den Boden legt. Ja, das ist überhaupt das Nervigste. Ja, steh auf, wenn du am Boden bist und so. Hauptsache ganz, ganz viel Zeit absorbieren. Ja. Da brauche ich meistens auch nur einen und renne dann zum nächsten, sobald er auf dem Boden liegt. Ja, gut. Weil es keinen Sinn hat, da zu warten, bis er endlich mal aufgestanden ist. Bei dir ist es auch das Wichtigste, dass du so viel Schaden wie möglich raushaust. Dafür bin ich ja da. Komm, steh auf. Jawoll, wieder einer. Aber ich kann noch einer nachkommen, ich glaub's ja nicht. So, ich habe keine Alpha-Discs mehr. Aber du hast noch Betas, ne? Ja, 9 Stück. Gut. Wenn du noch alle Betas hast, brauchen wir ja nicht extra. Ich glaube, ich bei 7 oder 6. Ja, ich gebe die Alpha noch. Alle stecken geflogen. Ups. Und Alpha ist aufgebraucht. Auch ich bin aber noch auf dem 9er Stack von Betas. Ja, hier sind so viele Mamimon im selben Raum, dass man sich vielleicht auch wirklich denkt, oh, die sind hier unendlich, gehe ich mal lieber hoch und mach das Ding kaputt, aber... Ja, ist ja einfach nur eine Falle, einfach nur eine Falle. Eine ganz gemeine Falle. So, noch etwa 40. Das ist auch so viele Mamimon hier sein müssen. Warum können das nicht ganz viele Skorpione sein? Ja. Oder Rochen, wäre noch besser. Von mir ist auch Goburimon. Stimmt, Rochen wäre natürlich noch viel besser. Die Rochen kann man immer ganz schnell umnieten. Ja, von mir ist auch Goburimon. Die mistigen Mamimons. Oder Numemon oder so, da wäre mir auch recht. Ich glaube, das war's. Ja, weiter. So, hier vorne ist jetzt ein falscher Ausgang, den dürfen wir auf keinen Fall nehmen. Wir laufen einfach weiter und machen hier unten die Wand kaputt und gehen ganz normal. Noch so ein netter kleiner Trick vom Spiel. Ja. Hinterm Ziel einfach noch weiter zu führen. So, hier haben wir wieder Skorpione. Schon wieder viel nettere Gegner. Vielleicht auch mal ein paar mehrere gleichzeitig treffen. Ups, Stärke-Bonus bitte. Ja. So, warte, da auch mal rauskommst. Sehr gut. Ah, langsam fängt mein Daumen wieder an, ein bisschen taub zu werden. Vom vielen X drücken. Schon wieder so lange gezockt. Ja. Mit meinem original PlayStation-Pad hier nehme ich nicht mal so viel Schaden an meinen Fingern. Ich habe auch ein original PlayStation-Pad, aber ich stehe auch die ganze Zeit vorne und mash A. Wie so ein Wahnsinniger. Ah. Boah, Sam hat sogar inzwischen 6 Kills. Unglaublich. Abstauber. Ah, ich. Oh, fuck. Renn doch ja einmal. Wir sind halt überhaupt nicht weggerannt. Einmal einfach 20, wir haben noch 6 Minuten. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber. Na, mal nicht jinxen. Better. Ah, Level hoch, Level 23. Sehr schön, vielleicht geht's jetzt noch ein bisschen schneller. Jetzt kann ich noch ein bisschen schneller umwerfen. Fassungslose Stille, keine Konzentration, keine Rede, alle drücken ab. Hier im Raum klackern nur die Pads. Hoffentlich hört man das nicht. Wir hoffen es einfach mal. So, natürlich hört man das. So, weiter. Wir müssen jetzt irgendwo genau Pharao kommen. Ich glaube, wir haben nur noch 2, oder? Ja, ich glaube noch 3. Mit dem hier. Ich glaube, es waren 79, einfach nur um den Spieler anzupissen. Gott fucking. Ja, wenn ihr in ihm drin steht, dann portet er sich weg. Versucht Fernkampfangriffe zu benutzen. Oder nur Kevin angreifen zu lassen. Ja. Mistviech. Hau mich rein. Benutzt eure MP-Techniken. Jawohl, so, das einer Nummer weniger. Eins. Nummer 2. Das funktioniert sogar ganz gut. Na, komm, aber der hat schon mega viel Schaden. Was? Mistviech! Ehrlich mal. So, auf der kaputt. Er sich in einen anderen Raum, ich glaub's ja nicht. So, dann müsste der letzte Gegner sein. Jawohl.
Jetzt ist er. Komm schon. Das können wir schaffen. 4 Minuten 44 für einen Gegner. Sollte machbar sein. Wenn er sich jetzt hier irgendwo in eine Wand teleportiert und total ausglitscht oder so. Jinx. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben alle besiegt. Okay. Du hast alle Feinde besiegt. Kehre ins Center zurück. Ja. Deine Belohnung. Ey, ich will den... Ach so, okay, ich kann den Spawn von ihm sogar noch aufheben. Ja, komm, wir müssen raus. Ja. Die Zeit läuft nicht mehr her. Fucking hell. 4,5 Minuten noch über. Ist doch das gar nicht ging mehr doch gut. Sogar. Ja. Hätten wir niemals geschafft, wenn wir nicht aufgerüstet hätten. Wenn wir nicht gelevelt hätten, auf gar keinen Fall. Habe ich nicht erwartet, dass wir noch so viel Zeit danach übrig haben. Aber gut. Ja. Soll mir recht sein. Ja, ich habe nicht ganz so viele Kills wie Dingensbummens, aber... Ja, auch nicht schlecht. Also. Das hat sich, glaube ich, vom letzten Mal ganz gut erhöht. Ja, ich glaube auch. Puh, es stehen nicht alle drauf. Ich glaube, Dortmund steht nicht ganz richtig, ja. Okay, zum Zielort gehen. Zurück ins Center. Yay! Yeah! Ja, wunderschön. Was überhaupt nicht. Geh weg, du bekloppter Dicky Elf. So, da sind wir wieder. Und ja, wir haben jetzt also das Untotenfeld geschafft. Wir haben uns schon geheilt. Und jetzt können wir uns hier oben unsere Belohnung abholen von dem bekloppten Mistaffen hier. Hi, da bist du ja wieder. Ich weiß deinen Einsatz für die Digi-Welt sehr zu schätzen. Teamleader hat Digitationstechnik Gigascherenkralle erhalten. Ach du grüne Neune. Teammitglied hat 2000 Bits erhalten. 2000 Bits für uns. Jawohl. Hurra, ich bin so froh. Also, jetzt können wir ins Digilabor gehen und ich kann die Digitationstechnik Gigascherenkralle benutzen, was auch immer sich dahinter verbirgt. Allerdings, wie man gesehen hat, habe halt nur ich jetzt eine bekommen, weil ich Spieler 1 bin. Das heißt, wir müssen jetzt für Wemon, für Dorumon und für Agumon das Spiel nochmal komplett von Anfang an spielen. Also natürlich können wir die Level behalten, aber wir müssen trotzdem das Spiel wieder von Anfang an spielen. Und ja, wir müssen Fluss Nume Nume machen, um halt diesen Affen hier wieder in das Center zu bekommen und diese Mission wieder annehmen zu können. Das Ganze zeigen wir natürlich nicht, also wir sehen uns dann wieder, wenn wir alle Digitationen, also wenn wir mit allen Leuten die Digitation gesammelt haben und mit allen Leuten im Digi-Center digitieren können. Also, bis dahin, see ya! Hallo! Ciao! So, ja, wir sehen, unsere Level haben sich leicht erhöht, aber nur ganz leicht, und alle haben jetzt ihre Digitation freigeschaltet. Yay! Ja, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber ins Digilabor und digitieren. Yeah, digitieren! Zum Zielort. Way! Okay, das Digilabor ist, glaube ich, irgendwo hier links gewesen. Wenn ich mich noch recht entsinne, ist schon so lange her. Ja, ist schon so lange her! Ach, die Jahre, I am an old man! Das Digilabor, wuhu! Ja, haben wir schon mal mitgeredet, so, also, Digilabor. Jetzt werden wir erstmal alle unsere Digimon digitieren lassen und dann hauen wir jetzt einfach mal komplett zusammen, wie unsere Viecher digitieren. Also, bis gleich! Ja, bis gleich! Tschö. Das war jetzt irgendwie wenig beeindruckend. Hast du irgendwas anderes erwartet? Ich dachte, die machen da jetzt wenigstens so ein bisschen Tohuwabohu draus. Nein. Nein. So, jetzt sind also alle digitiert. War das nicht eine aufregende Sequenz, in der wir alle unsere Digimon verändert haben? Mein Gott, also da haben sie sich echt Mühe gegeben mit der Entwicklung. Bisschen antiklimaktisch. Ja, warte, bleibt doch mal stehen. Man muss doch mal irgendwie unsere Modelle sehen können. Kommt doch mal hier nochmal zurück rüber. Dann kann man die, glaube ich, ein bisschen näher sehen, wenn man hier oben drauf steht. Komm, hier, doch, hier, das Bild scrollt da ein bisschen an die Viecher ran, damit man sie angucken kann. Also, ich habe jetzt Herkules Kabuzerimon. Ich habe Clavis Angemon. Ich bin der Fuzzi hier. Vorgrämon. Ja, super, sehr und cool. Sam hat Verigarurumon, ja, der hier ein bisschen komisch aussieht, so ein bisschen cyberspacig und mit Flügeln, ja, die er eigentlich nicht haben sollte, aber... Abgesehen davon ist Verigarurumon das einzige Ultra-Level und wir anderen haben alle Mega-Level. Nicht, dass es sich in den Werten großartig auswirkt, aber eigentlich gar nicht. Die sind alle ungefähr gleich ausgebalanced. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal zurück in den Terminal-Bereich und ja, zum T-Lord. Ja, ne? Ich würde sagen, da wir jetzt alle Level 1 sind, ihr könnt euch hier mal jetzt unsere schönen Statuswerte ansehen, werden wir jetzt erstmal wieder leveln gehen. Ja, juhu, Spaß und Spannung. Das werden wir euch natürlich nicht antun, also wir sehen uns wieder, wenn wir wieder einen halbwegs ordentlichen Level erreicht haben. Also auf ins Todestal zum Trainieren. Bis dann. Ciao. Ciao.
So, und da sind wir wieder. Wie ihr seht, sind wir jetzt alle Level 16-15, haben ein bisschen bessere Waffen, sind jetzt halt alle Mega-Level, wie schon gesehen. Und wir sind jetzt wieder hier im Ödland und wir nehmen jetzt mal den letzten Weg, den wir noch nicht demonstriert haben. Dieser Weg hier hat überhaupt keinen spielerischen Wert. Und ist I'm a Crab. Ja, und Wargreymon sieht aus wie eine Krabbe mit seinen neuen Waffen. So, darf man nicht runterspringen, weil erstmal ist hier ein Mummymon. Töte das Mummymon. Oh, das ist mein Mummymon. Töten, vernichten! Dieses Mummymon zu töten, Crab. Und während die Krabbe weiterläuft, erledigen wir noch die restlichen verdammten Mini-Mummymons, die hier rauskommen. Ja. Oh, oh. Ich dachte gerade kurz, es wäre ein König, aber es waren nur Bits, die in dem Ding gespawnt sind. Ja, ich glaube auch hier, ja, ich glaube hier kann auch ein König spawnen, ich bin nicht ganz sicher. Und, nein, ich habe noch nicht so viel. 144! Wer war das denn jetzt? Wahrscheinlich ich. Mit einem kritischen Treffer. Ja. Angeber. Ja, ich bin jetzt übrigens derjenige, der am wenigsten Damage macht. Plötzlich, vom, ja. Vom Damage-Leader zum Heiler übergegangen. Ja, unser ehemaliges Killer-Wemon ist jetzt ein Heiler-Klaves angemonnen. Ja, das haben sich die Entwickler nicht so gut überlegt. Wenn man, das Wemon ist wirklich einfach einer der besten Angreifer und dann kriegt man den besten Heiler im Spiel danach. Wie sinnvoll. Irgendwie merkwürdig, ja. Ist doch voll lustig. Hat man einen aggressiven Kontrast. Ja. Ist doch mal eine Abwechslung. Ja. Der kann ja eigentlich auch ganz gut mit den Waffenleveln zumindest eine ganz gute Sache raushauen, so wie ich das gesehen habe, gerade geskillt hast. Ja, schon, aber irgendwann... Wow! Ja, wir gehen hier übrigens lang, weil es hier tatsächlich auch Arokenimon gibt, die irgendwann mal nach dem Ladescreen gezeigt wurden und die gibt es nur hier, ja, wo man nie hin muss. Dieser Weg ist halt wirklich einfach nur, um ein paar Gegner zu erledigen und Arokenimon tatsächlich zu sehen, weil es sie sonst nirgendwo im Spiel gibt. Das ist echt lächerlich, aber es ist so. So, jetzt jedes Mal, wenn wir hier die ganzen Gegner erledigen, dann öffnen wir halt den Weg ins nächste Gebiet. Ja. Das ist so ein gesammelt Großkling. Better. Toll. Ist keine gute Waffe, ist glaube ich Verstümmelung. Seid doch mal begeistert. Ich glaube, es ist eine Verstümmelung Waffe und die braucht keiner. Nee. Wir haben jetzt niemanden mehr, der Verstümmelung-Skills. Ich glaube, da freut sich unser Ex-Doromon auch drüber. Nice, da hat jemand Ex-Daten. Ich habe jetzt schon 10-mal mehr Skillpunkte in meiner Waffe als in meinem Rookie-Level, ja. Also ich bin total zufrieden mit dem. Ja, Schlitzenwaffen, Verstümmelungswaffen. Obwohl ich immer noch den niedrigsten Waffenskill habe von der ganzen Gruppe. Ich bin total zufrieden damit. Verdammt, Tyrannomon. Also unser Wargreymon ist jetzt praktisch der stärkste Angreifer hier für diesen Part, weil er vor allen Dingen die stärksten Gebietsangriffe hat. Die Krallen, die er da hat, diese Krabbenwaffen, treffen halt wirklich eine gigantische Reichweite. Und wir haben gerade blauen Dinozahnbitter eingesammelt. Ich glaube, den kann unser Angemon ganz gut gebrauchen. Nein, es ist eine Stufe 30 Waffe. Oh, die braucht kein Mensch. Dann brauchst du die nicht mehr. Ich versuche gerade die ganze Zeit Start zu drücken. Ich glaube, ja, hier ist das allererste Arokenimon. Das erste Arokenimon. Das erste Arokenimon des gesamten Spiels. Es hat mich vergiftet. Und Wargreymon auch. Ja, die Viecher vergiften sehr stark. Und sehr schnell. Aber wie gesagt, die gibt's halt sonst nirgendwo, deswegen, ne? Ja. Und Wargreymon hat ein Level erreicht. Ja, wir sehen, dass Wargreymon jetzt den Level-Vorsprung hat, im Gegensatz zum letzten Mal, wo Wemon den Level-Vorsprung hatte. Ja, ich mache ja wieder Mini-Wucht-Spam. Ich mache ja einfach keinen Schaden mehr. Mini-Wucht. Ja, Wargreymon kann Mini-Wucht, was ein sehr starker Gebietsschadenszauber ist. Ja. Genau. Und ja, den setzt er halt mit Begeisterung ein. Ja, warum auch nicht? Er ist halt gut. Der ist allerdings nicht übermäßig lange in dem Spiel gut, aber jetzt am Anfang ist er einfach übermäßig stark erstmal. Ja. Irgendwann später wird Wargreymon einfach so gut wie keinen Magiewert mehr dafür haben, sodass es kaum noch Schaden macht. Aber jetzt im Moment, in diesem Punktespiel, ist es einfach nur mega heftig. Ja, weil sich die Entwickler überlegt haben, Herkules Kabuterimon und Wargreymon, zwei der schlechtesten Magier im Spiel, die besten Magieattacken zu geben. Ja, was auch immer das soll. Wird man nie verstehen. Ja. Wenn man jetzt übrigens ein Gift heilen für alle hätte, das wäre super. Ja. Aber nein, meine Zauber sind übrigens Mini-Blitz und Mini-Heilung. Wir haben jetzt natürlich alle andere Zauber. Unser Klaves Angemon kann im Moment eine Heilaura für alle. Also wir haben jetzt tatsächlich endlich einen Heiler im Team. Genauso wie unser Wargreymon, der hat auch eine Heilung für alle. Und ja, Veregahurumon hat auch nur eine Heilung für sich selbst, genauso wie ich mit Herkules Kabuterimon auch eine Heilung für mich selbst habe. Ja. Leider hast du den zweitbesten oder mitbesten Magiezauber noch nicht, den kriegst du erst, wenn du hinwegfegen sehr hoch hast. Das ist der Mini-Gift. Das ist ein sehr guter Zauber, der eben Gegner vergiftet und auch komplett um sich herum wirkt.
Wie gesagt, wir geben den beiden schlechtesten Zauberern mal die besten Zauber. Ja, das wird man nie verstehen, was das ist. Aber, ich bin eingekesselt von großen roten Mistviechern. Und damit meine ich noch nicht mal Wargrämonsten. Ja, so richtig rot ist der auch nicht, der ist mir so. Der Rauschieber war krass. Der ist aber echt gerade eingekesselt hier vorne. Ich habe einfach nur X gedrückt. Wird schon gut gehen. Ja, das Stechen-Skill ist schnell genug, um dich da auch mit rauszurennen. Ich bin nicht der mit dem Stechen. Ja, aber Kevin war da mit eingekesselt und der ist der. Nee. Mit. Nein, ich war nicht eingekesselt. Aber der Schlitzen-Skill ist schnell genug, um da auch rauszukommen, ja. Ja, gut, dann halt Verigaru mal mit dem Schlitzen-Skill. Schlitz ist ja der zweitschnellste nach Stechen, von daher. Ja, Clavis Angemon hat den Stechen-Skill, den hatten wir bis jetzt noch nicht. Das ist tatsächlich. Den hatten wir schon, aber du hast ihn einfach nicht benutzt. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall der schnellste Angriff im Spiel insgesamt gesehen. Ja, ich habe jetzt halt den Stumpfschlag, den vorher Agumon hatte. Und ja, Verigarumon hat jetzt das Schlitzen, was ich vorher hatte. Genau, das Schlitzen, was vorher unser Wemon hatte. Nur, dass der Stumpfschlag bei dir besser klappt. Ja, weil ich ein bisschen mehr mit den Umschlägen arbeite oder gearbeitet habe, als ich noch nur eine Axt hatte. Da habe ich dann schneller Skill-Level bekommen als du vorher. Ich stehe hier mal und drücke ein bisschen Viereck. Ja, sonst wäre einfach das krepiert deine Ecke. Level hoch, auch Level 17. Mach Viereck. Level 17. Was macht Viereck? Blockentaste. Wie ihr übrigens vielleicht gemerkt habt, die Arokinimon gab es tatsächlich auf dieser einen Plattform. Ja. Das wenn man alleine ist, spawnt da ein Arokinimon, das sind dann alle Arokinimon im gesamten Spiel ein einziges. Und, aber die werden natürlich vorgestellt, wenn man hier in dieses Gebiet kommt. Ja, die gibt's nur hier. Vielleicht damit ein man sich wundert, warum man die noch nicht getroffen hat. Ja. Ja. Ist wirklich ein Gegner, dem man auch nicht traurig sein muss. Wir sehen, wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen, wo man auch normalerweise ankommt. Und ja, ne? Wunderschön, das war jetzt Arokinimon. Okay, wir setzen jetzt eben eine Tordisk ein. Moment. Und ja, ne? Tordisk! Sehen uns dann im Center wieder. Ja, ne? Und es ist auch schon. Es ist auch schon verdammt spät geworden. Ich weiß gar nicht, warum alle lachen, denn es ist irgendwie nichts Interessantes. Es gab keinen Witz! Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit unseren neu erworbenen Mega-Ultra-Level in den Gift-Dschungel gehen. Was also, uns da wohl erwarten wird. Ja, ne? Wir werden es sehen. Wahrscheinlich Tod und Zerstörung für uns. Also bis dahin. Ciao. Aloha. Tschö. Ciao.